reserviert für George Clooney. Der Platz ist da noch frei. Kann ich mich setzen? Keine Angst, Sie müssen mir nicht beim Aufstehen helfen. Wenn Sie auf Konversation aus sind, ich kann mich auch woanders hinsetzen. Aber nicht auf die Bank da drüben. Wir sehen uns hier andauernd, seit Wochen, seit Monaten. Und wir haben nie miteinander gesprochen. Wieso sollten wir plötzlich damit anfangen? Nun sehen Sie sich das an. Was? Den jungen Kerl da. Der pöbelt den einsamen alten Mann an und der kann sich nicht wehren. So eine Gemeinheit. Und keiner traut sich, was zu sagen. Sagen Sie was. Ich bin doch lebensmüde. Hallo, Onkel Herbie. Du sollst mich nicht Herbie nennen. Wenn ich dich etwa Karl hieß. Es ist wegen Emily. Ich hatte mal wieder Streit mit ihr und bin ins Gartenhaus gezogen. Schon wieder? Ich habe dir gesagt, heirate sie nicht. Was hat sie gebracht? Das Gartenhaus. Eigentlich ist es ja ganz harmlos. Ich habe lediglich vergessen, den Deckel auf die Kompostkugel draufzulegen und sie ist reingefallen. Du hast sie rauskommen lassen. Silenzio! Onkel Herbert, wir machen uns ernsthaft Sorgen um dich. Wir denken, dass du einsam bist und dass du so ganz alleine seelisch verkommst. Ich verkomme nicht. Ich verbleibe. Es gibt sowas wie betreutes Wohnen, das weißt du. Ich betreue mich selbst und behalte mein Geld. Was ist das eigentlich auf deiner Stirn? Ich bin in eine Schlägerei geraten im Park. Eine Schlägerei? Ja. Ich habe die Bande mal so richtig aufgemischt. Da war so eine komische Frau. Eine Frau? Sieh an, war sie nett? Uralt. Fast bewegungsunfähig. Schwerhörig. Die hat mich aufgehetzt. Frankenmoral. Mach du mal auf, ich werde die Handwerker sein. Oh, hallo.